Ah, wo kommst du denn her? Aua. Nee, das bringt nichts. Aber das bringt was. Hehehehe. So, Cooper, zeig uns mal, was du Neues gelernt hast. Feuerpanzer. Greife alle Bodengegner mit einem brennenden Panzer an. Heiße Sache. Das gefällt mir. Okay, das kann trotzdem nur alle Bodengegner treffen, aber ist trotzdem sehr stark. So, wir behalten einen blauen Schalter dafür, der uns wohin führt? Dahin, wo ich eh hin wollte, nämlich zu Goose Villa. Das ist gut. Erstmal kurz heilen. Genau. Dann können wir gleich den Brief hier abgeben. Es trifft sich echt gut. So. Ganz kurzer Abstecher hierher. Ist auf jeden Fall angenehmer, als wenn wir nochmal durch den ganzen Nimmer-Nimmer-Wald laufen müssten. Ich glaube, das ist allen klar. So. Das ging an den Ladenbesitzer und der war ja hier unten. Ja, da. Willkommen in Buhus Laden. Womit darf ich dich erschrecken? Mit nichts. Sie sind doch Igor vom Buhu-Laden, oder? Mein Name ist Para Carey. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe da einen für Sie. Einen Moment, bitte. So. Der Igor. Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Ein Brief? Oh, eine Bestellung. Komisch, diese Bestellung kommt aus der windigen Schlucht. Das ist gleich hier um die Ecke. Können diese Leute nicht einfach hierher kommen? Na gut, mein Motto lautet von Buhu mit einem Lächeln. Nimm das bitte für deine Mühen an. Sternsplitter, schön, danke. So, jetzt müssen wir noch den T da eingeben. Aber der wird uns wahrscheinlich, weiß was Gott, wohin schicken. Bestimmt kommt einer auch noch nach Bibber City, aber da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Alles zu seiner Zeit. So. Okay. Haben wir das auch? Komm, ich speichere hier kurz. Sicher ist sicher. Wir wissen ja nicht, was uns da unten in den Katakomben noch erwartet. Also, Katakomben, ja. Hier in den Abwasserkanälen des Pilzpalastes oder von Towtown generell. So, da ist ein Superblock. Wir werden Watt brauchen, um an den zu kommen. Guck mal, hier sind nämlich drei Blöcke, die unsichtbar sind. So. Hier war, glaube ich, einer. Jawohl. Der letzte war hier. Gut, den Block hätte man theoretisch auch ohne Watt erreichen können, aber mit ist es einfacher. Und als kleine Belohnung soll dieser kleine Sparky doch auch einfach jetzt was dafür bekommen. Ne? Ich zieh den Ultra-Rang. Und jetzt fehlen nur noch Boo und Para Carey. Oder? Ja. Ja, Boo hätte auch einen spendiert bekommen können eigentlich, aber... Upsi. Ja, vielleicht gibt's hier nochmal einen. Das kann auch sein. Da hinten waren wir schließlich noch nicht. Wie sieht's denn gerade ordentechnisch aus? Ich glaube, die Feuerdinger kann ich tatsächlich ausmachen. Ups, das war zu weit. So, können wir nämlich ein bisschen was anderes vielleicht mal einstellen. Vier haben wir zur Verfügung. Nö. Nö. Ja, ein Hammerwurf kann auf jeden Fall gut sein. Gruppenfokus lässt auch Marios Freunde das Fokuskommando anwenden. Warum nicht? Warum nicht? Oder haben wir noch was Besseres? Ja, komm.
Nee, ich bleib bei meinem Anti-V-Hieb. Der hat mir so oft den Arsch gerettet und vorhin hätte ich ihn auch einfach brauchen können. So. Lupe. Ja, die Dinger werden immer größer, habe ich so das Gefühl. Der passt nicht mal mehr zu auf dem Bildschirm. Helf mir mal bitte kurz. Super Blooper. Das ist ein Super Blooper. Wow, der ist ja riesig. Sicher der größte Blooper aller Zeiten. Maximale KP 70, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Glaube mir, seine Größe entspricht seiner Kraft. Wenn er zornig wird, läuft er rot an und seine Kraft steigt. Manchmal bringt er auch Blooper-Babys hervor. Sei gewappnet, Mario, jetzt geht's um die Wurst. Ich dachte, es geht um den Tintenfisch. Ah, es ist spät. Es wird Zeit, dass ich ins Bett gehe. Mein Gott, es wird immer schlimmer hier mit den Witzen. So. Ich glaube, das findet er nicht so geil. Selbst wenn ich blocke, tut er mir noch 3 Angriffsschaden machen. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. So, ganz normale Kopfnuss. Oh, oh, da wird jemand sauer. Plopp, plopp. Oh, süß, er ist Mama geworden. Blooper Baby. Das ist ein Blooper Baby. Der Super Blooper spuckt sie aus und sie kommen, um dich anzusaugen. Habe ich das gerade richtig gelesen? Wir müssen sie schnell schlagen, damit sie uns nicht zu viel Energie absaugen. Obwohl sie wirklich niedlich sind. Was ist daran niedlich? Alter. Komm mal klar. Das ist... Nee. Die kommen einfach aus seinem Arsch raus. Das ist nicht... Das ist niedlich, das ist eklig. So. Das ist meine Antwort darauf. Das ist nicht gut. Davor hat er uns gewarnt. Hilf mir mal. Bitte. Ich habe Angst. So. Und einmal so, bitte. Sicher ist sicher. Gut. Im Angriff bin ich ausgewichen. Jetzt ist er wieder normal. Das ist doch gut. So. Jawohl. Bisweilen geht es uns eigentlich noch ganz gut. Wir haben halt gute Taktiken tatsächlich jetzt für viele Gegner. Und unsere Mitstreiter sind halt auch relativ stark geworden jetzt. Das ist, ja, das darf man nicht unangesprochen lassen. Das hilft uns sehr. Da kommen wieder diese Pisskinder. Kommen wir gleich wieder weg. Wofür haben wir so einen guten Angriff, wenn wir ihn nicht benutzen würden, hä? So. Dann nochmal eine schöne Ohrfeige für das fette Viech. Warum auch nicht? Und dann haben wir es fast. Ja, jetzt kannst du sau werden, so viel du willst. Ich denke, das Ganze ist gefressen. Einmal so. Und dann würde ich unsere hübsche Buhu-Dame noch rot feigen. Ciao, Leute. War das der stärkste Blooper? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und selbst wenn wir gegen den bestehen können, also, bitte. So, und das müsste uns jetzt wiederum zu Yoshis Insel wiederbringen. Ja. Weil die Spielzeugkiste, wofür brauchst du da eine Teleportröhre? Das ist ja gleich um die Ecke. Also mal ehrlich, da braucht man tatsächlich nichts. Das passt schon so. So, da kommt... Ich kann nicht mal ausreden? Was soll denn das? Wie unhöflich. Mann! Weg mit euch. Tschüss. So. Ich
benutze die Funktion eigentlich relativ selten, aber jetzt habe ich einfach gerade keine Lust auf euch. Da kommen wir noch nicht weiter. Na komm, ey, was soll das? Buh, helf mir mal. Die sind böse zu mir gewesen. Tschüss. Cool. So räumt man auf. Gibt zwar keine Sternpunkte, aber ist mir sowas von egal. Die gehen mir einfach gerade nur auf den Nerv. Danke. Darf ich jetzt? Nee, da kommen wir nicht hoch. Okay. Was haben wir denn hier? Da kommen wir auch nicht hin. Das sind Türe. Lass mich raten, das sind versteckte Blöcke. Ja. Okay. Dann gehen wir mal da runter. Was sind wir denn jetzt? Aha. Ich glaube, ich muss hier irgendwas sprengen. Probieren wir es mal hier. Nö. Die Explosionen hören sich stärker an, seit sie jetzt im Ultrarang ist, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Was bist du denn? Sieh mal an. Hallo, hallo, hallo. Ehre Osso zu deinen Diensten. Du scheinst ja ein unternehmungslustiges Kerlchen zu sein, wenn du diesen Ort hier ausfindig machen konntest. Was ich hier mache? Ich betreibe nur mein kleines Geschäft und kümmere mich um mich selbst. Aber du, mein Freund, bist gerade auf das Glück deines Lebens gestoßen. Denn ich habe ein tolles Angebot für dich. Es ist etwas ganz Besonderes und kostet gerade mal 64 Münzen. Wie wohl diese Summe zustande kommt? Komm, ich kauf's einfach. Ein Sternsplitter, cool. Gute Entscheidung. Ich danke dir zutiefst. Aber wenn du geglaubt hast, dieses Item wäre gut, dann hast du dich getäuscht. Ich habe etwas noch Besseres zum selben Preis. 64 Münzen. Aber sei gewarnt, dieses Angebot steht nur für kurze Zeit. Wenn du diese Gelegenheit verpasst, wirst du dir selbst ein wunderschönes Monogramm in den Bauch beißen. Also, wie wär's? Sind wir im Geschäft? Nö. Okay, dann halt doch deine Groschen fest. Es ist eine Schande, ehrlich, dieses Item ist so großartig. Und es könnte vielleicht schon vergriffen sein, wenn du wieder zurückkommst. Ja, aber ich habe nicht genug Geld, du Idiot. Guck mal in meine Taschen rein, dann müsstest du's. So. Ein Fragezeichen-Schlüssel. Öffne ein verschlossenes Tor im Fragezeichen-Haus. Das sind viele Fragezeichen. So. Und siehe da. Ach, guck mal, hier sind wir jetzt. Na, das ist ja ein Zufall. Ja, Mensch. Wer hätte denn damit gerechnet? 22 Splitter. 3 würden noch theoretisch fehlen. Dann könnten wir hoch wieder. Hm. Ich wüsste aber leider nicht, wo diese ganzen Platten und so sind. Jetzt geben wir erstmal den Brief ab. Oh. Warte, 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 warte. So. Jetzt. Ist es wahr, dass es irgendwo im Königreich eine riesige, furchtbarfürstende, feuerspuckende Pflanze geben soll? Du hast sie besiegt? Ist das wirklich wahr? Ich kann etwas, das wie eine Blume aussieht, überhaupt furchteinflößend sein. Werden sich die Blumen von Minstay etwa auch eines Tages in Monster verwandeln? Das wird doch nicht wirklich geschehen, oder? Nee. Du bist doch Dane T, stimmt's? Ich bin Paracurry, stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für dich. Einen Moment, bitte. Du hast ihm schon eingegeben. Warum stellst du dich nochmal vor? Und wieder wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postboten ist nie zu Ende. Wow, vielen Dank. Sie sind viel schneller als der alte Postbote. Dieses Yoshiken ist ein wirklich guter Brieffreund. Er schreibt richtig lange Briefe. Es klingt, als wäre dort, wo er lebt, immer viel los. Wir sollten ihn zurückschreiben. Hm, was denkst du, worüber wir schreiben sollen? Ah, ich weiß es nicht. Lass uns später darüber nachdenken. Übrigens, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, Herr Paracurry. Können Sie das zustellen? Das ist ein Brief für Onkel Frost C im Sternental. Er ist mein Onkel, er passt auf ganz viele Sternenkinder auf. Das klingt nach schwerer Arbeit, er muss die ganze Zeit hinter ihnen her sein. Zumindest schreibt er das in seinen Briefen. Ich habe ihm auch einen geschrieben, um ihn ein wenig abzulenken. Ich weiß, es ist sehr weit, aber ich würde es sehr zu schätzen wissen. Brief an Frost C im Sternental. Gut, da kommen wir aktuell tatsächlich noch nicht hin. Erst in Kapitel 7. Okay, was machen wir? Also ich würde erst mal sagen, wir machen hier eine Aufnahmepause.
Es ist schon lange her, dass ich hier 4 Stunden am Stück aufgenommen habe. Aber früher war das bei mir normal. Naja, gut. Wir haben ein bisschen was nochmal erforscht. Wir haben viele unserer Freundinnen Ultra-Rang gestuft. Wir haben insgesamt in dieser Aufnahmesession 3 Sterne gerettet. Das kann sich sehen lassen. Und beim nächsten Mal begeben wir uns in Kapitel 6. Lasst mir was da, falls es euch Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Wir haben aufgehört, nachdem wir den 5. Stern, nämlich Mistar, gerettet haben. Und sind jetzt wieder in Towtown angekommen. Und, oh nein, was hat der denn da? Alter, ich habe doch keine Münzen mehr. Ein Ausweicherorden. So einen haben wir schon, aber der wäre halt, wenn wir 2 davon haben, wäre das mega gut. Okay, wir wissen, dass der 6. Stern sich in den Blütenfeldern befindet. Und wir haben auch alle möglichen nötigen Materialien, um dorthin zu kommen. Jetzt möchte ich allerdings noch ganz kurz gucken. 22 Sternsplitter, okay. Müssen wir sonst noch irgendetwas machen? Ja, müssen wir auf jeden Fall. Haben wir nicht eigentlich vorhin das Krauthaus benutzt? Ich weiß es nicht mehr. Ist schon wieder so lange her. Ich schlafe jetzt einfach nochmal. Aber es gibt tatsächlich noch eine Aufgabe, die ich machen möchte. Mal gucken, ob wir sie hinbekommen. Gerade nochmal kurz sicherheitshalber speichern. So, Colorado wollte ja eigentlich nach Hause, nach Cooperheim. Aber warum steht er jetzt hier? Sei gegrüßt, alter Junge. Vor dir liegt der Wanderpfad, aber kennt sie Cooper, versperrt den Weg. Er ist ziemlich stark. Ich würde sogar sagen, brutal stark. Das ist vermutlich nicht so gut. Es gibt nichts, was ich da tun kann. Es muss einen Geheimweg nach Cooperheim finden. Ja, oder wir bekämpfen ihn einfach mal. Ganz frech, wie wir sind. Vorausgesetzt, ich habe die richtigen Mittel dafür. Anti-V-Hieb ist okay. Ein V-Minus wäre auch nicht schlecht. Den Hammerwurf brauchen wir aktuell nicht. So. Schnellwechsel ist gut. Meditation brauchen wir nicht. Ausweicher auf jeden Fall, das ist klar. Zwei habe ich noch. Wofür? Gruppenfokus. Nö. Das Superbeben. Ja. Der ist gut. So. Gerade noch auf Gumbario switchen. Denn da ist wieder ein optionaler Zwischenboss. Ey, du mit der Mütze. Warte. Schönes Wetter, nicht wahr? Mein Name ist Kenzi Cooper. Bitte merk ihn dir, okay? Wenn du diese Straße benutzen willst, musst du mir 100 Münzen zahlen. Es tut mir sehr leid, aber so ist es nun mal. Du zahlst nicht, du passiert nichts. Geld regiert die Welt. Ohne Geld läuft gar nichts. Kämpfen. Willst kämpfen? Du musst verrückt sein. Sieh mich doch an. Ich seif dich ein. Denn um ehrlich zu sein, bin ich sehr, sehr stark. Willst du immer noch kämpfen? Ja, ich bin verrückt. Nun, dann habe ich keine Wahl. Aber ich habe dich gewarnt. Das wird vielleicht ein bisschen wehtun. Wir riskieren es einfach mal. Der ist tatsächlich nicht ohne, muss man auch dazu sagen. Das ist Kenzi Cooper. Er ist so raffgierig wie groß. Maximal KP 70, Angriffskraft 10, Verteidigung 6. Manchmal vollführt er eine Stampfattacke mit seinem Panzer. Die Angriffskraft beträgt 3. Seine Panzerattacke trifft auch deine Freunde, wie mich, also verteidige dich gut. Aber wie bei allen Coopers steigen deine Chancen, wenn du ihn umkippst. Dann fällt seine Verteidigung. Aber pass auf, sobald er wieder auf den Beinen ist, wird er angreifen. Und ganz nebenbei ist er nicht der größte Cooper aller Zeiten? Jemand hat mir gesagt, dass er früher in Cooperheim gelebt hat. Okay. Ja, der ist ziemlich erbrochen, wie man es vielleicht gemerkt hat. Vor allem auch, was Angriff und Verteidigung angeht. So. Ah ja, toll. 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 Was soll das denn? Ah. Ja, dann nochmal auf den Boden. So. Aber der bleibt nicht unten. Der geht sofort wieder hoch. Und greift sofort an. Alles klar. Wow, 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 wow. Was geht hier ab? Alles klar. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen.
Anti-V-Hieb. Macht ein bisschen mehr Schaden. Alter, was ist das für ein Viech? Okay. Einmal Himmelskuss von Mister. Die neue Fähigkeit regeneriert 20 KP. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Ich habe den gar nicht mehr so stark in Erinnerung. Ich wusste, dass er stark ist, aber nicht so stark. Okay, Gumbario ist wieder da. Und, oh, das ist so klar. Aber ich habe geblockt. Gut. Hat Mario zwar Schaden bekommen, das ist mir sowas von egal. Einmal der V-Schwächer. So, auf den Boden mit dir. Und jetzt eine Multikopfnuss. Hä? Kein Schaden? Warum nicht? Ich habe doch seine Verteidigung. Oh. So was Doofes. Okay, dann switch ich rüber zu Watt. Dann soll sie für mich kämpfen. Ja. So. Was habe ich denn sonst noch dabei? Ein Pau-Block. Bringt nicht wirklich viel. Aber das Tarngel bringt uns was. So. Sind wir ein bisschen geschützt. Und zack. Jawohl. Daneben. Da rennt er. Okay. Haben wir Watt schon aufgelevelt? Tatsächlich. Ich dachte, dass sie stärker ist. Dann machen wir kurz einen Turbolader. Vier Runden lang ist die Angriffskraft um 1 erhöht. Das ist gut. Dann machen wir nämlich einen Anti-V-Hieb. Sollte 7 machen. Jawohl. Okay, Watt, Achtung. Jawohl, gut geblockt. Puh. Das Problem ist halt tatsächlich, klar, wir haben die Röhre unten in den Katakomben von Toadtown, aber trotzdem, das geht nicht, dass er einfach hier den Weg versperrt nach Cooperheim. Das geht nicht. Oh, echt jetzt? Ah, gut, wenn ich ihn als Mario blocke, dann geht das auch sofort. So. Nochmal der Elektrohieb. Jawoll. Das tut weh. Ein bisschen müssen wir noch aushalten, dann könnten wir wieder Misters 20 KP plus Ding machen. Eine gute, aber sehr teure Attacke auf jeden Fall. Okay, wir haben ihn fast. So, weißt du was? Leck mich am Arsch. Wir machen so. Tschüss. Jawohl. 20 Sternpunkte, das kann sich sehen lassen. Heftiger Kampf, aber hat Spaß gemacht. Wow, du musst wirklich stark sein. Ich meine, du hast keinen Kerl von meiner Größe besiegt. Ich glaube, da muss ich wohl aufgeben. Bis später. Boah, der Arme. So, der Weg ist wieder frei. Optionaler Bosskampf. Warum auch nicht? So, Koopador ist einfach an uns vorbei. Den haben wir einfach nicht gesehen, so schnell ist er gerast. Aber wirklich was davon bekommen, außer Sternpunkte, haben wir eigentlich nicht davon. Aber ist ja genauso wie bei dem Vogel gewesen in Klippenberg. Da haben wir ja auch nur Sternpunkte bekommen und der war weg. Doch. So ist es halt. Aber das speichere ich auch nochmal ab, dass wir den besiegt haben. Und dann war es das, glaube ich, soweit, ne? Dann können wir weiter. Toadtown News. Wird der Wanderpfad bald mautpflichtig? Ein riesiger Koopa versperrt den Wanderpfad zwischen Koopaheim und Toadtown. Die gigantische Kreatur, die sie selbst kennt, sie Koopa nennt, verlangt Wegzoll von jedem Passanten. Sollte die Zahlung verweigert werden, bleibt die Straße blockiert. Diese Erpressung muss so schnell wie möglich aufhören. Jeder Vorschlag ist willkommen. Endweilen empfehlen mir, genügend Geld dabei zu haben, wenn sie nach Koopaheim unterwegs sind. Wow. Beschwerdeecke. Ich habe mir ein Set von Fotos der Prinzessin gekauft, aber das war totaler Betrug. Ich habe 100 Münzen bezahlt, habe aber nur 3 Fotos bekommen, die noch dazu total unscharf waren. Das war das absolute Gegenteil von guten Bildern. Gib mir mein Geld zurück, du Schwindler. Ein großer Fan der Prinzessin. Alles klar. Okay,
Wir haben alles erledigt, was wir erledigen können. Aktuell hier auf der Oberwelt. Ich wechsle wieder zu unserem lieben Gumbario und... Bitte, Mario, wir brauchen die Samen von den Knospis. Und betreten die sechste Welt. Wow, du hast mir den Samen gebracht. Vielen Dank. Samen Nummer 4 ist an seinem Platz. Ja, Herz, Herz, Herz. Zuerst sah es aus, als würden die Blumen einfach nur blühen, aber plötzlich erschien eine Tür. Von hier aus musst du zu den Blütenfeldern gelangen können. Mario, die Blütenfelder brauchen deine Hilfe. Alles klar. Der sechste Stern wird dort festgehalten und die Knospis meinen, dass dort ein großes Problem ist. Na dann gehen wir in die geheimnisvollen Blütenfelder. Kapitel 6. Tränen auf Blütenblättern. So, und da sind wir schon. Ja, sieh mal an, wer magst du wohl sein? Hier oben, Sohn. Ich werde Flüsterweide genannt. Ich bin der älteste Baum hier in den Blütenfeldern, dem Land der Bäume, Gräser und Pflanzen. Und du musst Mario sein. Ich habe schon viel über dich gehört, Sohn. Du bist unterwegs, um die hohen Sterne sowie den Rest der Welt zu retten. Sehr nobel. Wenn das wahr ist, dann muss das bedeuten, dass auch in unserem Land ein Stern gefangen ist. Ich würde dir bei deiner Suche gerne behilflich sein, jedoch kann ich das jetzt nicht. Es gibt große Probleme auf den Blütenfeldern. Eine Kreatur namens Schnaufeler und seine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit in unser Land eingefallen. Sie warfen graue Wolken an unseren sonnigen Himmel. Seitdem ist es hier dunkel und kalt. Die Sonne macht sich nicht mal mehr die Mühe, sich in den Himmel zu erheben. Langsam werden wir immer schwächer und drohen zu verwelken. Oh, da fällt mir etwas ein. Man sagt, dass Schnaufeler jemanden gefangen hält. Natürlich, das muss der Stern sein, den du suchst. Oho, du hast also vor, den bösen Schnaufeler zu besiegen? Das wäre der größte Wunsch aller Bewohner der Blütenfelder. Aber es ist nicht ganz einfach. Schnaufeler verbirgt sich hinter den Wolken in einem Gebiet, das wir Nebelpfad nennen. Kein Weg führt da hinauf. Nun, wenn du aber eine Zauberbohne findest, könntest du sie bis in den Himmel wachsen lassen. Einen Moment noch. Ich glaube, es gibt eine Blume, die eine Zauberbohne hat. Irgendwo. Ich glaube, ihr Name ist Petunia. Du findest sie östlich von hier. Es würde nicht schaden, ihr einen Besuch abzustatten und sie danach zu fragen. Auch die anderen Blumen und Knospis können über brauchbare Informationen verfügen. Sprich einfach mit jedem. Okay. Ja, vom Regen in die Traufe sozusagen. Du möchtest Petunia sehen? Weißt du, ich finde diese Blume ja ein bisschen eigenartig. Sie sammelt Bohnen und Samen, aber sie pflanzt sie niemals ein. Sie scheint Samenkörner einfach zu mögen. Ich nenne sie Samenmaniac. Alles klar. Petunia? Der Samenmaniac Petunia? Die ständig Samen sammelt, wie die eine Verrückte? Ich kenne sie. Sie blüht östlich von hier. Okay. Ja, die Blütenfelder sind relativ weitläufig. Wir haben hier unsere Zentrale sozusagen und einmal links drei Wege und einmal rechts drei Wege. Und ja, hier können wir, da ist ein super Block, aber hier können wir zum Beispiel nicht durch. Guten Tag, Mario. Es ist schön, dich zu sehen. Ich bin der Wächter dieses Tores. Aber lass dir gesagt sein, dass ich nicht viele Leute passieren lasse. Ich verfüge über einen sehr sensiblen Gaumen. Deshalb musst du mir etwas bringen, das meinen Gaumen erfreut. Wie sieht's aus? Hast du etwas dabei? Leider nein. Oh, es sieht nicht so aus. Nun, das nenne ich Pech. Ich verstehe ja, dass es nicht einfach ist, den erlesenen Geschmack einer so kultivierten Blume wie mich zu befriedigen. Ich schätze, das übersteigt wohl deine Fähigkeiten. Leider bedeutet das, dass du hier nicht vorbei darfst. Das ist doof. Das heißt, hier geht's erstmal nicht weiter. Dann östlich hieß es, ne? Das müsste dann hier sein.